herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender 2019. Ein neues Türchen will ich heute öffnen und eine Zeit mit euch verbringen, wo ich euch Geschichten vorlese über das Wunder von Weihnachten, über den Advent. Advent heißt ja Ankunft und ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass Advent bedeutet, dass etwas Gutes in deinem Leben ankommt. Gestern Abend war ich auf der Weihnachtsfeier meiner Selbsthilfegruppe, Adipositas Selbsthilfegruppe, und da habe ich übrigens bei der Tombola ein Buch gewonnen, das heißt Zeit Wert geben, ein Inspirationsbuch mit 40 guten Gedanken. Und ich habe schon überlegt, eigentlich hätte ich ja Lust, das weiter zu lesen. Also dann hätte man noch ein paar Tage, wo ich euch was zeigen und was lesen könnte und ein paar gute Impulse geben könnte. Vielleicht dann nicht von meiner Hauptseite aus, sondern von entweder von Life-Coach Micky Wiese aus. Das würde eigentlich Sinn machen, das würde passen. Ne? Ja, genau. Zeit wert geben. Das Projekt Literarischer Adventskalender 2019 kommt dieses Jahr von der Jugendkoordinationsstelle in Kronberg, jener neuen innovativen Jugendarbeit, die die Stadt Kronberg aufbaut, zusammen mit Stefan Seidmelk und mir. Und Jugendkoordination bedeutet, dass wir die fantastischen Ideen und Energien, die in Jugendlichen schlummern, versuchen zu finden und ihnen einen Wert zu geben, sie wertzuschätzen und es den Jugendlichen zu ermöglichen, diese Ideen zu bündeln und umzusetzen und fruchtbar zu machen für ihre soziale Umgebung. In diesem Falle die Kronberger Gesellschaft, die Gemeinschaft aller derjenigen, die in Kronberg leben. Und wir wollen gerne Übersetzungsarbeit leisten, so dass jeder verstehen kann, was da eigentlich geschieht mit den Jugendlichen. Also Räume der Begegnung schaffen, in denen sich ältere und jüngere Kronberger begegnen können, einander Geschichten erzählen und so Verständnis füreinander entstehen kann, was das Konfliktpotenzial unserer Meinung nach und unserer Hoffnung nach wesentlich minimieren wird. Doch der literarische Adventskalender, zurück zum Thema sozusagen, das war jetzt Off-Topic oder es war ein Prolog. Da lese ich hauptsächlich aus diesen beiden Büchern vor, nämlich Es weihnachtet sehr, ein Best-of der letzten 7 Jahre Weihnachtswundernacht und Weihnachtswunderzeit, das neue Buch des Autorenkollektivs Trio Infernal, Thomas Klappstein, Frank Bonkowski und Micky Wiese, Weihnachtswunderzeit. Beide Bücher in euren Local Bookstores erhältlich. Wahrscheinlich, wenn ihr sie bestellen müsst in den Buchläden, könnten sie vielleicht am Montag noch da sein. Online ist es vielleicht besser. Da gibt es sie auch überall bei Thalia, bei Hugendubel, bei Amazon und überall. Wenn ihr online bestellt, hinterlasst doch eine freundliche Rezension und vergesst dabei nicht, den selbstgemachten Honig zu erwähnen. Und wenn ihr sie in eurem Local Bookstore kauft, dann könnt ihr ein Bild machen, wie ihr dieses Buch gerade in Händen haltet und es hier in den Kommentaren posten. Wenn ihr in Kronberg seid, dort werde ich am Montag noch einmal um 15 Uhr eine Live-Lesung in der Adlerstraße 2 im Café Kollektiv, formerly known as Treff International, was auch noch oben dran steht, und noch davor known as Elektro heißt. Dort werde ich vorlesen und werde einige Exemplare dieses Buches mitbringen. Da könnt ihr sie dann auch direkt dort käuflich erwerben und natürlich auch eine Widmung von mir reingeschrieben bekommen. Widmung könnt ihr auch reingeschrieben bekommen, wenn ihr am Montag kommt und euer Exemplar, das ihr schon habt, mitbringt. Das mache ich auch gerne. Heute will ich aber anschließend an diesen Best-of der Weihnachtswundernacht eine Geschichte aus Weihnachtswundernacht Band 4 lesen, von meinem Freund Thomas Klappstein, der hier ein
Theaterstück geschrieben hat, das er nannte Joes Erscheinung, ein Engel im Chaos. Ich lese also auch die Regieanweisungen immer mit. Auf der Bühne sehen wir einen Tisch und einen Stuhl. Josefs Mutter Martha kommt im Morgenmantel mit Kaffeetasse an diesen Tisch, setzt sich, nimmt einen Schluck aus der Tasse und beginnt Richtung Publikum zu sprechen. Martha: Meine Güte, war das eine Nacht. Jetzt brauche ich erstmal einen starken Kaffee. Wahrscheinlich auch noch einen zweiten und dritten. Seit 1 Uhr habe ich kein Auge zugemacht. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass ich nachts wach werde. Aber dann schlafe ich immer wieder ein. Also nur diesmal. Also ich kann es immer noch nicht glauben, was mir unser Sohn da erzählt hat, was er mir und meinem Mann, also uns, antut. Josef, wir nennen ihn eigentlich Joe, stand auf einmal bei uns im Zimmer. Also nicht, was Sie denken. Der hatte keinen Albtraum oder wollte sich zum Kuscheln zu meinem Mann Simon und mir ins Bett legen. Das hat er schon Jahre nicht mehr gemacht. Ist ja immerhin schon Ende 20, das Bürschchen. Aber was der mir da aufgetischt hat, das ließ meine Gedanken kreisen und mich kein Auge mehr zubekommen. Um 1 Uhr also poltert Joe mit seiner Nachtlaterne in unser Schlafzimmer, rüttelt an unser Bett und ruft: Mutter, Vater, hey, Mutter, Vater, ich muss mit euch reden. Mein Mann Simon war wohl zuerst wach und stößt mich an. Hey, Martha, Joe will irgendwas von dir. Nix, sagt er ganz schnell, ich muss mit euch beiden reden, über Maria und mich und unsere Hochzeit. Toll, sage ich. Den ganzen Abend sitzen wir zusammen und ausgerechnet jetzt willst du über dieses Thema reden? Was ist so dringend, dass du uns mitten in der Nacht wecken musst? Können wir nicht morgen früh darüber reden? Da war jemand bei mir im Raum. Ein Besucher, meint Joe auf einmal. Sofort war ich hellwach. Simon, ein Einbrecher, eine Gang, sagte ich. Wir sind ausgeraubt worden. Meine Juwelen. Joe, haben sie dir etwas angetan? Haben sie dich geschlagen? Mom, sagte er, lass mich ausreden. Okay, sagte ich, bin ganz ruhig. Erzähl mir von deinem Besucher. Es war ein Engel. Pause. Ein Engel des Herrn. Hatte ich doch richtig gerochen, sagte ich. Der Lammbraten heute Abend roch nicht so wie sonst. Und Simon fragte: Joe, wovon redest du? Und Joe wiederholte: Vater, ein Engel des Herrn hat mich in meinem Raum besucht, gerade eben. Woher wusstest du, dass es ein Engel ist? Erkundigte ich mich. Hatte er Flügel? Flügel? Ach Mutter, das hat man ganz einfach gespürt, sagte Joe. Seine Aura erfüllte den ganzen Raum. Er schien mir auf einmal so besonders, irgendwie geheimnisvoll. Deine Chaosbude, entfuhr es mir spontan, fand Joe aber gar nicht so witzig. Ja, meine Bude, sagte er, und der Engel sprach über Maria und mich und das Kind, das sie gebären wird. Wozu diese Eile, fragte ich, ihr seid noch nicht mal verheiratet. Trotzdem, meinte er, sie ist schwanger. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Was werden unsere Nachbarn sagen? Unsere Stellung in der Gesellschaft? Simon ist mit unserer Zimmerei doch von den Aufträgen abhängig. Joe, sagte ich, was hast du getan? Unmöglich, du hast gesündigt. Und dann meinte Joe, er wäre gar nicht der Vater. Das wurde ja immer besser. Er berichtete, dass Maria ihm letzte Woche schon erzählte, dass sie schwanger sei und dass auch sie Besuch von einem Engel hatte. Scheint ja wohl ein Nest zu sein, dachte ich. Naja, jedenfalls hatte der Engel Maria wohl mitgeteilt, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, die Mutter seines Kindes zu sein. Sie wird Gottes eigenen Sohn zur Welt bringen. Und das glaubst du ihr? Habe ich ihn gefragt. So eine Blasphemie, so eine Gotteslästerung, meinte Simon. Davon will ich nichts hören in meinem Haus. Aber Joe ließ nicht locker. Vater, Mutter, sagte er,
Glaubt mir, ich habe genauso reagiert wie ihr. Ich dachte wirklich, sie lästert Gott. Ich habe in den letzten Tagen an nichts anderes gedacht. Und heute Morgen habe ich mich entschieden, dass es das Beste wäre, wenn wir unsere Verlobung lösen würden. In aller Freundschaft. Du fängst an, vernünftig zu reden, meinte Simon. Ich war mir meiner Entscheidung sicher, sagte Joe. Bis zu dieser Nacht. Der Engel? Fiel ich ihm ins Wort. Ja, Mutter, erwiderte Joe. Er sagte mir, dass alles, was Maria mir erzählt hatte, wahr sei. Er soll zu ihm gesagt haben, Josef, aus dem Geschlecht Davids, hab keine Angst, Maria zu deiner Frau zu nehmen. Das, was in ihr wächst, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Was denn das für ein Name, fragte ich. Und Joe wiederholte, der Engel sagte mir, ich soll ihn Jesus nennen, denn er wird Menschen von ihren Sünden retten. Glaubt mir bitte, ihr wisst doch, dass ich kein Lügner bin oder ein wilder Geschichtenerzähler. Bei meiner Ehre, ich erzähle euch die Wahrheit. Hör auf, weiter so einen Blödsinn zu erzählen, meldete sich mein Mann noch einmal sehr barsch zu Wort. In diesem Raum will ich solche Gotteslästerungen nicht mehr hören. Werd normal. Wenn du so weitermachst, wirst du deinen guten Ruf zerstören, deinen Platz in der Gemeinschaft verlieren. Du wirst ein Geächteter. Und für was? Für die Liebe einer Frau? Nein, unterbrach ihn Joe heftig, für die Liebe meines Gottes. Und dann wandte er sich an mich. Mutter, glaubst du mir? Du verlangst im Moment zu viel, Joe, antwortete ich. Du bittest uns etwas zu glauben, das unmöglich ist. Basiert darauf nicht unser Glaube, warf Joe ein. Und ich sagte ihm, wir brauchen Zeit. Klar, sagte Joe, ich gehe am Morgen zu Maria. Wahrscheinlich ist er jetzt schon bei ihr. Wir werden sehr bald heiraten, meint er. Ich hoffe sehr, dass ihr zur Trauung kommt. Ich hab euch lieb. Glauben Sie mir, dass ich danach kein Auge mehr zugemacht habe? Und jetzt sitze ich hier und frage mich, ob das wirklich passiert ist. Bekomme ich hier live mit, wie Geschichte geschrieben wird? Wie in der menschlichen Geschichte etwas passiert, das Einfluss auf viele, viele, wenn nicht gar alle weiteren Generationen haben wird? Ein Engel bei uns im Haus, in Joes Chaosbude? Mutter Martha geht langsam und kopfschüttelnd von der Bühne ab. Danke, Thomas Klappstein, für diese wunderbare Geschichte. Und das wünsche ich auch euch von ganzem Herzen, dass ihr, egal in was für einer Chaosbude ihr gerade seid, in welchem Zustand euer Alltagsleben gerade ist oder in welchem Stress ihr gerade in der Weihnachtsvorbereitung seid, dass ihr Engelbegegnungen habt, mitten in diesem ganzen Chaos drin. Denn gestern habe ich mich gerade wieder an einen Ausspruch von Heinrich Heine erinnert. Du fragst mich, Kind, was Liebe ist? Ein Stern in einem Haufen Mist. Und dass ihr diesen Stern in dem Haufen Mist, der vielleicht gerade euer Alltagsleben ist, herausleuchten sehen könnt, dass ihr ihn spüren könnt, erkennen könnt, wahrnehmen könnt und dass er euch Frieden bringt. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen und freue mich, wenn ihr morgen Vormittag bzw. Mittagszeit, mal sehen, wann genau ich dazu komme, wieder einschaltet und mir bei einer neuen Geschichte zuhört im literarischen Adventskalender 2019. Bis dann. Ciao.